Hallo und herzlich willkommen im neuen Video von mir. Ich spiele heute mit euch Block Stories. Dieses Spiel soll heute bei Steam erscheinen eigentlich. Ich glaube, wieder Early Access oder einfach nur eine frühe Version eines Spiels. Ich habe das bei denen auf der Homepage gedownloadet und darf es dann vorab mal anspielen. Und ja, möchte das gerne einfach mal vorstellen. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Ich habe ein Tutorial gerade gespielt und das will ich mit euch auch nochmal ein bisschen durchmachen. Ist kein richtiges Tutorial, ist sozusagen der Start in die Map und wird alles gut erklärt, alles deutsch und so weiter und so fort. Gut. Option muss ich einmal abchecken. Deutsch. Habe ich noch gar nicht eingestellt gehabt. Ist ja witzig. War aber Deutsch. Gut. Grafik alles auf hoch. Ich hatte es gerade alles auf low, habe ich nicht gemerkt. Deswegen bin ich froh, dass ich nochmal reingeguckt habe, weil die Grafik war echt nicht so der Hit. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen besser aussehen. Wie gesagt, alles noch frisch, alles noch neu. Hier unten seht ihr die Version. Und ja. Deswegen gehe ich jetzt auch mal aufs Spiel. Also ist alles noch nicht ganz so weit ausgereift. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel die Auswahl Geschichte, Kreativ oder Hardcore. Kreativ mache ich jetzt noch nicht und Hardcore auch nicht. Ich werde einfach mal die Geschichte mit euch spielen, gehe auf Nächste. Klicke hier, um einen Charakter zu erstellen. Ich habe gerade erstmal alles gelöscht, damit ich vielleicht wieder das Tutorial weitermachen kann. Spiel. Das ist ein Spiel. Gehe auf OK. Und da seht ihr schon. Den schönen Ladebildschirm. Okay, und wir erfolgreich geladen. Super. Willkommen zu Block Story. Gut, du bist in einer unendlichen Welt, die nur aus Blöcken besteht. Oh, hört sich nicht so einladend an. Vorsicht, du bist jedoch nicht allein. Dein Ziel ist es, zu überleben und stärker zu werden. Ja, das hört sich logisch an. Und kommt auch gut rüber in dem Spiel, muss ich sagen. Dieses kleine Tutorial zeigt dir, wie man startet. Drücke auf Skip, falls du schon mit dem Spiel vertraut bist. Ich würde jetzt eigentlich Skip drücken können, aber ich will natürlich mit euch mal zeigen, was jetzt hier so kommt. Ne? Willkommen zu Block Story. Das lese ich mir nochmal vor. Dies ist deine erste Quest. Dein erster Quest, ja, so wird das ja auch geschrieben. Machen Sie die folgenden Schritte. Schauen Sie sich um, indem du deine Maus bewegst. Laufe 10 Block weit, indem du Pfeile oder Tasten WASD benutzt. Springe, indem du die Leertaste drückst. Um das Questfenster erneut zu öffnen, drücke F4. Okay, weiß Bescheid. Gerade, wo ich das zum ersten Mal spiele, bin ich sofort gestorben, als ich auf OK geklickt habe. Und? Nee, jetzt nicht. Ich war sofort tot. Ein super einladender erster Spieleeindruck, aber jetzt hat es ja geklappt. Und ja, das haben wir jetzt alles gemacht, was hier gerade stand. Jetzt, wo du weißt, wie man sich bewegen muss, musst du lernen, wie man Werkzeug herstellt. Ja, das ist alles Minecraft-ähnlich. Für die meisten Werkzeuge brauchst du Holz. Sammel 3 Borkenholz. Suche nach einem Baum, tippe auf einen Stamm, ohne loszulassen, ja blablabla. Das ist eigentlich fast simpel. Ein bisschen komisch, wenn wir springen. Manchmal. Als ob wir nur auf einem Bein aus Gummi rumhüpfen, hat man so das Gefühl. Okay, die Welt sieht jetzt wesentlich besser aus. Ich habe das wirklich in total schlechter Grafik gespielt und dachte, oh Gott, das kann ich noch nicht das Video machen. Aber so lässt sich das schon leben. Wir sehen keine Hand, wenn ich klicke. Und ich weiß auch nicht, wie ich an den Flügel rechts da dran komme. Ich guck mal was. Ja. Wir haben auch hier ein Crafting-Menü. Und ein Inventar, das natürlich jetzt noch komplett leer ist. Und da oben, was ist 5? 1 und ein Fotoapparat und eine Einstellung. Kann ich da vielleicht? Nein. Ja, hier kann man speichern und alles drum und dran. Aha, Fertigkeit. Wir machen erstmal die Aufgaben. Wie soll ich jetzt ja Holz holen? Hier haben wir auch wieder so einen Lootstein, Lootblock. Und da ist Shadowhunter. Den lege ich mir noch nicht an. Wie sieht der denn aus? Sieht gar nicht so schlecht aus. Ist jetzt nicht die super Grafik, aber das sind halt Mobs, die hier so, NPCs, die hier so rumeiern, mit denen ich interagieren kann. Ich könnte jetzt draufklicken, aber ich werde den wahrscheinlich angreifen. Deswegen warte ich erstmal. Nicht, dass der mich jetzt sofort tötet, direkt am Start. Oh, eine Spinne. Die ist natürlich böse. Man sieht es mit roten Armen. Shadowhunter! Er fightet mit der Spinne. Boah, der ist aber stark. Oh, ich treffe sie immer noch. Ich glaube, ich bin vergiftet oder sowas. Was ist das denn? Ein Knochen. Aber damit kann ich nichts reißen. Gut. Der Ted, auf den müssen wir gleich zurückkommen, das weiß ich schon. Ist schon mal gut, dass wir hier rumlaufen. Oh nein, die droppen jetzt. Ach, das ist der Spinnennetz-Ding da. Das macht das mal weg. Oh, eine Höhle. Muss man einfach mit der linken Maustaste draufklicken.
Ich habe jetzt, wo ich gerade spiele, nicht einen einzigen Gegner gehabt, wo ich das also selber angespielt habe. Ich lotse die mal zum Ted. Ted ist nämlich übelste Killer scheinbar. Ein sehr netter NPC. Naja, hat noch keine Animation, wie er den killt. Aha. Das ist mir jetzt auch noch nicht bekannt, wofür das gut ist. Das sind auf jeden Fall Items, die ich für irgendwas benötige. Die backt da ein bisschen rum und ich kann langsam Holz holen. Das ist meine Aufgabe, Spinne. Lass mich meine Aufgabe machen. Ich brauche einfach nur linke Maustaste drücken. Seht ihr, wie der immer mehr kaputt geht. Verliert mehrere Blöcke da drin, aber die bringen mir nicht viel. Die kleinen kann ich nicht looten. Meine Energie ist gut. So, 3 Stück auf einen Schlag. Da du jetzt Holz hast, kannst du jetzt anfangen, Werkzeug zu bauen. Verwandel das Holz zu Bretter. Mach 6 Bretter. Okay, das ist ja eigentlich alles noch ganz selbstverständlich, was wir hier tun. Da muss ich das einfach hier reinwerfen. Aber alles einzeln drücken hier mal. So. Das kann man jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, ob man das mehrfach ziehen kann. So, ich habe 6 Bretter hergestellt. Okay, hier kann ich dann eine Toolbox herstellen. Also wir machen jetzt ein etwas komplizierteres Rezept. Oh, das sieht sehr kompliziert aus. Einen größeren Handwerkstisch. Mache eine Toolbox. Okay, das lese ich jetzt nicht vor. Das ist ja Logan, was da stand. Ich nehme noch die Bretter mit. Und jetzt machen wir... Ich habe es auch in der Hand. Seht ihr da unten? Eine Toolbox. Zap. Gebaut. Jetzt ist die Zeit, um eine Spitzhacke zu machen. Für diese brauchst du Stein. Grab nach unten oder suche nach einer Klippe. Unter der Erde findest du Steine. Ja, das habe ich vorhin auch schon gedacht. Aber was ist hier eine Klippe? Ich kann mich natürlich jetzt hier runterbuddeln, wie verrückt. Da ist die Toolbox. Oh, die sieht eigentlich optisch lustig aus. Aber wie gesagt, man läuft hier irgendwie auf ein Gummibein rum. Ist ein bisschen seltsam. Ah, da. Kippt man fast um. Seltsames Gefühl. Gut, ich buddel mich einfach mal runter. Wie bekloppt. Und hoffe, dass ich nicht allzu tief buddeln muss. Und dass es nicht zu dunkel wird. Ach, schon Stein. Ein Traum. Einer. Da unten haben wir immer dieses die Aktualisierung von der Quest. So. Wir haben 3. Sehr schön. Da stand jetzt, dass ich einen Stick herstelle. Jetzt macht das von alleine. Jetzt brauche ich gerade gar nichts drücken. Hör auf. Hör auf damit. Ich nehme mal die Erde wieder. Das tue ich mal. Ein Fangzahn. Die Sachen tue ich mal weg. Die stören mich jetzt gerade. Ich weiß noch gar nicht, wofür die gut sind. Na, den muss ich alles einzeln ziehen. Oder? Ja, vielleicht gibt es einen Trick. Den habe ich nur noch nicht gerafft. Buddeln wir uns mal raus. Ich soll einen Stick machen, das ist die nächste Aufgabe vom Tutorial, was ich ziemlich cool finde, ziemlich schön gemacht, auf jeden Fall. Grafisch wird das Spiel wahrscheinlich noch ein bisschen anspruchsvoller werden, darf ich nicht vergessen, das ist eine sehr frühe Version, es läuft in das Wasser auch schon. Keineswegs. Es sind starre Blöcke noch, aber macht nichts. Gut, die Aufgabe, ich soll einen Stick machen. Die Rezepte, ja, die kommen mir so ein bisschen bekannt vor, von so einem anderen ähnlichen Spiel. Willkommen zu Blog Stories. Ja, das habe ich jetzt schon mehrfach vorgelesen. Jetzt hast du alles, um eine Spitzhacke herzustellen. Um die Toolbox zu benutzen, musst du sie auf den Boden stellen. Bla 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 bla. Toolbox ist da. Hergestellt. Craft Table. 1:1. Und willkommen zu... Nein, Quatsch, jetzt höre ich auf damit. Jetzt ist es Zeit, um eine Spitzhacke zu machen. Das Rezept... Ja, was soll ich sagen? Ist sehr kompliziert. Da wird man gar nicht drauf kommen, wie das geht. Und da nutzen wir mal unsere Steinchen und haben eine Spitzhacke gebastelt. Jetzt weißt du, wie man sich bewegt und wie man Werkzeug baut. Suche den Strand nach Ted, dem Wikinger, ab. Du wirst von ihnen eine Waffe bekommen. Hab ich vorhin aber gar nicht. Hat mich voll veräppelt, das Spiel. Da oben ist der Ted, der ist ja übelst der Spinnenfighter hier. Hallo Ted, gib mir eine Waffe, du Sack. Da gehe ich jetzt einfach, da sehen wir das, ein Questzettelchen. Das hat der da unten hier nicht. Was hat der denn da? Einmal schnell gucken. Ein Buch, das wird auch eine Aufgabe sein, aber er hatte jetzt, glaube ich, das ist wahrscheinlich die Lösung hier. Und einmal anschießen. Gut. Ted der Wikinger. Hallo, ich bin Ted der Wikinger. Mein Schiff sank. Dadurch bin ich an diesem verlassenen Strand gestrandet. Ja, aber da ist noch nicht verlassen.
Sag, kannst du mir helfen, ein neues Boot zu bauen, damit ich wieder nach Hause komme? Nö, kann ich nicht. Nein. Nein, natürlich kann ich ihnen helfen. Großartig. Okay, ich weiß, ich muss 30 Holz holen. Und da unten stand nochmal ganz kurz, dass es in den nächsten Versionen möglich ist, schneller abzubauen mit der Spitzhacke. Das geht nämlich hier noch nicht. Boah, hier sieht komisch aus. Das ist eine Palme. Sehr hübsch. Der Test. Jetzt hat er immer noch das Ding, was wir hier jetzt anklicken. Ja, hier unten, wie gesagt. In der Zukunft wird das sein, möglich sein, mit der Spitzhacke schneller zu bauen. Ich denke mal, werden die auch extra einbasteln und so. Gut, wir müssen 30 Holz holen. Hier steht eine Palme, das war wahrscheinlich ein Setzling oder sowas, so wie bei Minecraft. Hier holen wir jetzt einfach mal Holz und ihr seht dann gleich, ob das auch Borke ist. Wie sich das wieder aktualisiert mit meiner Quest. Oh, das ist aber keine Borke, das ist ein anderes Holz. Cool, mehrere verschiedene Ressourcen. Dann gehe ich doch lieber mal zu den großen Baum da. Sieht aus wie Schuppen. Palmstamm. Kann ich ihn auch zu Palmholz umbauen? Man kann das nicht mehrfach verschieben. Muss immer echt alles einzeln nehmen. Das ist ein bisschen doof. Aber da schiebt das Gott sei Dank rein. Oh, ich speichere zwischen von alleine. Sehr nett. Und jetzt gucken wir uns mal die Spitzhacke an, wie die aussieht. Denn die sieht nicht ganz so super, super toll aus. Und baut genauso lahm ab. Aber es gibt auf jeden Fall eine Animation. Das ist schon mal etwas. Ich soll auf jeden Fall Holz holen. Das mache ich jetzt erstmal. 30 Stück kriege ich nur von der Er will Borkenholz für sein Boot. Eins von 30. Das kann jetzt was dauern. Ich nehme mal die Spitzhacke weg. Nicht, dass wir die kaputt machen. Vielleicht brauche ich sie ja noch im Verlauf dieser Aufgaben. Also ich hatte vorhin das Problem, dass hier kaum Bäume waren, aber jetzt sehe ich hier eine Menge Bäume. Ziege. Nee, Pferd. Da unten. Boah, ist hier was los, ey. Ein Schieb, ein Schaf. Das könnte ich jetzt prügeln, aber ich bin ja kein Schwein. Und die Welt, die baut sich noch nicht ganz so optimal auf, sehe ich gerade. Macht aber nichts. Also dauert schon ganz schön lange, muss ich sagen. Aber 30 habe ich gerade auch ziemlich schnell geschafft. Hier oben links sehen wir unser Levelbereich, also 0, glaube ich. Und Herzen halt unsere Ausdauer, unsere Energie. Was die Getränke da bedeuten, das werden wir wahrscheinlich im Verlauf erstmal lernen. Und dieser grüne Balken ist, glaube ich, wenn der einmal voll ist, bin ich Level 1. Und ihr seht, dass er sich ganz langsam füllt, auch durch Looten. Oder Sammeln, besser gesagt. Farmen. Und wir sind natürlich ganz geduldige Spieler und machen diese Quest jetzt ganz entspannt. Ah, da kam Tier, habt ihr gesehen. Denn wir haben ja schon gesehen am Anfang, es gibt einen Skillbaum. Finde ich schon mal cool. Das Spiel fängt gleich von... Nicht gleich von null an, sagen wir mal so. Dass man jetzt wirklich nur ein bisschen rumbauen kann. Das hat gleich schon ordentlich was zu bieten. Ist halt grafisch, wie gesagt, nicht ganz so anspruchsvoll wie wenn man Minecraft zum Beispiel moddet. Aber ich denke mal, dass es hier auch Mods bald gibt. Auf der Homepage von den Stand habe ich schon das Wort Texturpacks gelesen. Wie viel fehlt mir denn jetzt noch? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ach, 9. Honig. Was ist das denn für ein komischer Honig? Und wo ist das hin? Ja, man wird nichts angezeigt. Schade. Ein Rezeptbuch sehe ich gerade. Oh, cool. Ja, ist direkt in-game, wie die Rezepte aus funktionieren. Finde ich ja schön. Habe ich noch gar nicht gesehen. Boah, es gibt eine schöne Menge. Und die sind noch gelockt. Rüstung. Pflanzen. Verschiedene. Auch cool. Pflanzen kann man auch selber bauen. Tiere. Komplett. Also das muss man sich echt freispielen. Durch Questen. Finde ich cool. Waffen. Das interessiert mich. Oh, geile Knarre. Magic Arrow. Also Zauberpfeile. Ah, dafür sind diese Blubberblasenteile hier. Gewehr. Vielleicht schaffe ich ja noch in dieser Folge ein Gewehr zu bauen. Ein Schwert.
Das ist ja auch ziemlich simpel. Ah, ist auf einmal Nacht. Fuck, ist das dunkel. Es leuchtet bei den Typen da hinten. Hä, der Tete folgt mich über sowas. So abgestürzt oder so ist mir das Spiel noch gar nicht. Also es läuft eigentlich schon ziemlich gut. So. Gib mir deine Blöcke. Baum. Wir haben es viel mehr gesammelt, als das uns angezeigt hat, glaube ich. 25, nö. Ob man was mit dem Pferd reißen kann, weiß ich noch gar nicht. Boah, sorry, dass das so dunkel ist. Ich sehe es jedenfalls noch ein bisschen. Da ist er jetzt schon wieder. Ach, das spawnt immer in meiner Nähe. Das ist ja sehr einfach für den Anfang. Wir müssen jetzt die letzten Blöckchen kriegen. Ist natürlich jetzt nicht so spannend. Hätten sie mal nicht ganz 30 machen sollen. Aber die wussten ja nicht, dass ich ein Video davon machen will. Und auf geht's zu Ted. Mit 30 Holz. Bam. Danke. Ich werde sofort damit anfangen, mein neues Boot zu bauen. Komm zurück, wenn du ein wenig stärker geworden bist, weil ich noch mehr Hilfe brauche. Ich habe bekommen ein Bootrezept und... Engine-Rezept, toll, und 30 XP, bam. Ja, wir sind fast an Level 1. Finde ich hier cool, also ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also für ein ganz frisches neues Spiel, und ich weiß ja nicht, wie lange die das schon entwickeln. Ich bin ja stark genug, wir gehen direkt zu Ted. Gibt's da sofort die Quest, sieht man. Schwaches Kind heißt die Aufgabe. Hey Kind, du siehst ziemlich schwach aus. Du wirst es hier nicht zu nichts bringen, ohne ein paar Waffen. Du kannst eventuell nichts Fliegendes töten, will ich auch gar nicht. Ich kann dir etwas geben, um dich zu verteidigen, aber dies wird dich etwas, also es wird dich was kosten. Was sagst du? Willst du ja, willst du etwas immer wie ein, willst du, ach man, heute jetzt aber auch eine Wurm drin, willst du etwa wie immer wie ein Schwächling aussehen? Du kannst Golderz im Untergrund finden, entweder suchst du bei Klippen und Höhlen und grab dich nach unten. Okay, diese Herausforderung nehme ich noch gerne mit an. Und die Aufgabe in Ordnung, aber meine Zeit ist kostbar. Ja klar, du hast so ein Schiff von mir gekriegt, du. Sag du, bring mir 10 Golderz und 20 Kohleerz und ich werde dir helfen. 20 Golderz, was willst du machen, ey? Ich werde einfach mal seine Aufgabe jetzt noch machen und buddel mich einfach mal einfach tief runter. Haben wir schon Stein? Ich guck mal, ob das wirklich nicht schneller geht mit der Spitzhacke. Nee. Absolut gleich. Machen wir sie mal kaputt, mal gucken, was passiert. Es regnet. Oh. Was geht jetzt ab? Eine mir unbekannte Sache. Ach, ich bin gelevelt. Yeah, Level 1. Dann gucken wir mal ganz schnell auf den Skillbaum. Ich habe jetzt 6 Fertigkeitspunkte bekommen. Boah. Gesundheit der Spieler. Entfernung der Beute. Magieschaden. Spielermana. Schwertschaden. Geschwindigkeit. Cool. Aber abbauen gibt's hier nicht, oder? Unter Wasser atmen kann man, glaube ich, sowieso. Da, Dick Speed. Ja, volle Pulle. Haben wir das hier bekommen, oder muss ich da... Ja, haben wir. Genauso schnell. Oh, hier haben wir irgendeinen anderen Block. Was mag es sein? Schon Kohle. Boah, seht ihr da oben links den Ring? Ich wollte es mit dem Finger noch zeigen. Ja. Kohle haben wir schon mal. Oh, das wird eine lange Quest. Natürlich mit einem Erdblock tue ich gerade die Kohle abbauen. Mach ich's mal nur fürs Auge mal anders. Ich habe das Gefühl, dass das schneller geht. Und zipp. Viel Kohle, Gott sei Dank. Ach, da haben wir schon. Golderz stand da jetzt. Schon die ganze Zeit Golderz, oder? Ich bin auch blind. So. Auch falscher Knopf. Okay.
Das hier ist Golderz dann und das ist, ja, das weiß ich nicht. Wachs, ach, man muss es erst ziehen. Golderz habe ich also schon gesammelt. Dann fehlt nur noch die doofe Kohle. Die müsste eigentlich kein Problem sein. Aber das mache ich in der zweiten Folge. Ich lade die dann heute hoch, diese hier, und die nächste morgen. Dann sehen wir uns dann, wenn ich diese Quest beende und mache einfach mit euch ein paar Aufnahmen von dem Spiel. Mal gucken, wie es euch gefällt. Bis dann!